Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Cell to Singularity. Ich habe relativ lange geidelt. Wir gucken gleich mal. Also das Spiel ausgehabt tatsächlich. Ja, das nehmen wir gerne alles mit. Tägliche Belohnung. Okay. Es wird nicht angezeigt, wie viel offline. Oder... Ja, ich habe es gerade einfach weggeklickt, ne? Ich bin halt... Vorwarnung, ich bin richtig verpeilt. Also... Ich bin einfach richtig müde. Das ist so das Problem. Und, oh, wir haben 35 Punkte zusammen. Sweet. Ja, ich bin einfach richtig, richtig müde. Letzte Nacht nicht wahnsinnig viel gepennt und... Eigentlich würde ich auch sagen, ich würde jetzt gar nicht aufnehmen, aber ich habe so Bock zu spielen. Und, da wir halt auch irgendwie kurz vom nächsten Prestige sind, glaube ich, gucken wir mal, wie viele Punkte wir hier mitnehmen können. Kaufen clever. Mal kaufen 10. Und Upgrades vor allem. Wobei können wir hier... Oh, wir können das Ding freischalten. Lass mal 10 Cyborgs mitnehmen. Supermenschen, okay, spannend. Okay, ich glaube, jetzt ist einfach so der Zeitpunkt gekommen, um hier... Oh, das wird teuer. Achievements mitzunehmen, wollte ich sagen. Also hier auf jeden Fall und hier auf jeden Fall. Und dann lass uns mal gerade gucken, was hier am meisten bringt. Schon der Cyborg, ne? Können wir hier direkt den Cyborg noch aufwerten? 50% effizienter? Ja, bitte. Und alles andere haut gar nicht mehr so rein, ne? Wenn wir ehrlich sind. Also Krokodil ja und die Nagetiere noch ein bisschen. Und Nagetiere können wir aber halt auch einfach 300%. Das ist halt crazy. Krokodilia, ja. Relativ teuer, aber ja, das hat schon gelohnt. Das ist schon okay. Wir sind auf 8E13 immerhin. Dann lass doch mal gucken, ob wir... Guck mal, hier können wir 100... Oh, hatten wir schon? Spannend. 150. 150, das ist neu. Na, das bringt jetzt immerhin fast 1E16. Doch mal. Na, da kommen wir nicht mehr gescheit irgendwo hin. Oh, wir können aber mal gerade. Ja, komm. Dann nehmen wir hier das. U25 hatten wir hier auch schon. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mitnehmen will. Ob sich das noch lohnt. Gucken wir gleich mal. Tetrapoden aufwerten sehe ich halt nicht. Schnappschildkröte 300%. Weiß ich nicht. Dann nehme ich lieber den Cyborg mit. Hier sehe ich halt eher. So, bei den Dingern sind wir bei 2E16. Das heißt, wir können hier eigentlich na die E14er halt locker mitnehmen. Androiden können wir uns nicht leisten. Von denen hatten wir offenbar. Tja, schon 20 Singularitäten, oder? Da sehe ich mich halt schon. Dann kriegen wir ein Achievement für die Rover. Ah, guck mal, das bewegt sich jetzt auch noch richtig voll gut. Atomzeitalter müsste auch noch ein Achievement geben. Ja, weil die Achievements bringen halt auch noch einen richtigen Boost. Das ist halt voll nice. Ja, dann lass uns doch für 10 Teile das auf jeden Fall freischalten, oder? Machen wir mal 10. Wir gehen hier mal auf 150 hoch. Okay, das sind alles alte Hüte. Okay, das hatten wir offenbar auch. Und hier kommen wir nicht so weit, dass es interessant wäre. Okay, was bringt denn hier am meisten eigentlich gerade? Das Informationszeitalter ist schon not that bad, oder? Da kann man schon noch mal ein bisschen was machen. Nicht ganz so gut wie die Singularitäten, aber die Singularität können wir halt auch nicht wirklich buffen, ne? Die ist halt so, wie sie ist. Ja, komm, dann gib den Kram jetzt gerade noch mit. Oh, die Rover kriegen ganz schön große Boosts.
Lohnt das? Am Ende des Tages? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir auch relativ sicher, dass sich hier relativ vieles nicht lohnt. E17 und E16. Lohnt, glaube ich, einfach nicht. Nee. Lohnt nicht so. Dann lass uns doch einfach das alles noch mitnehmen, damit es erledigt ist. Schildkröten sind jetzt immerhin auf E12. Ja, okay. Oh, 10 ist aber halt noch relativ viel, ne? Ich weiß nicht. Ich habe halt echt keine Ahnung, ob die Viecher sich lohnen. Das ist so der Punkt. Ja, wir haben da noch Fortschritt. Vielleicht nehme ich die jetzt einfach mal mit und wir resetten halt nicht diese Folge oder so. Ich lasse das erst nochmal ein bisschen laufen und wir gucken mal in die anderen beiden Bereiche rüber. Das halte ich irgendwie für eine sehr gute Idee, einfach weil wir da mit Sicherheit einiges machen können. Wir hier auch einfach jetzt offline, ja, hier steht es auch nochmal einen Tag, 9,5 Stunden. Das ist schon ganz ordentlich. So, die Geode nehmen wir direkt mal mit. Gibt es Darwinium für? Ein Traum. Und dann gucken wir mal. So, was brauchen wir denn? Pterosaurier. Okay. Da kommen gleich noch zwei zu. Stegosaurier. 110 und... Na komm, dann machen wir direkt 130 draus. Und dann 2 und 3 und dann... Gehen wir mal wieder auf Clever und gucken erstmal, was dann für weitere Ziele kommen. Außerdem können wir noch die tägliche Geode mitnehmen. Da muss ich auf jeden Fall dran denken. Oh, das ist, glaube ich, ganz nice. Das macht die Pterosaurier. Nee, nicht die. Die Plesiosaurier macht es noch schneller. Das ist sehr schön. Boah, will ich hier direkt auf 30 hochgehen? Das ist halt, also dann sind wir halt... Oh, das geht schon. Wir müssen halt auf 33 und... oh, die Automation bei den Viechern wäre halt richtig gut, ne? Wenn wir die mitnehmen könnten. Guck mal, das nehmen wir mit, dann ist das direkt erledigt. Die tägliche Geode nochmal mitnehmen. Wir müssen da mal was Neues entdecken. Wir brauchen die Automation für die Viecher. Hilft nichts. Okay, da fehlen uns dann noch 7. Das ist fair. Gehen wir hier hin. Dann werten wir hier den Rest mal auf. Nehmen das Mutagen mit. Und dann sind wir schon hart pleite. Aber uns fehlen an sich nur noch 2 Ziele. Wir haben noch hier mit Sicherheit ein Clickable, oder? Natürlich haben wir das. Natürlich. Was frage ich denn überhaupt? Hier bräuchten wir 3 Stück für eine weitere Geode. Aber 1E10 ist schon, also beziehungsweise 1,2E10 ist schon gar nicht so wenig, wenn wir ehrlich sind. Da kommen wir so fix, glaube ich, nicht hin. Schwierig. Ich glaube, da sparen wir eher ein bisschen. Nehmen dann 10 Plesiosaurier mit, oder? Ja, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Die bringen uns hier halt das Ziel. Außerdem bringen die uns da Mutagen. Und es ist halt günstiger als... Ja, wobei 3 Stück von denen sind insgesamt wahrscheinlich günstiger. Ja, wobei... Nee, das ist wahrscheinlich schon günstiger als 3 von den nächsten Beckensauriern. Okay, dann gehen wir nochmal rüber ins Jenseits. Da dürfte auch ein bisschen was auf jeden Fall gehen. Serus scheint auf jeden Fall glücklich zu sein. Einsammeln. Die Mission auf jeden Fall abschließen. Und dann, ja, machen wir mal ruhig.
15 Minuten. So, was müssen wir denn überhaupt machen? Mars, Ceres, Venus und Vesta. Dann erstmal Mars und Ceres ist am wichtigsten. Mars, Ceres, aufstufen. Okay. Und dann kriegen wir nämlich gleich noch einen neuen Planeten. Oder Mond. Das müssten Monde sein, ne? So. Mein Gott, ist das Ding hässlich. Das Himmelsei, da ist es. Ah, nice, haben wir noch gekriegt. Sehr schön. So, dann müssen wir auf jeden Fall Vesta zweimal aufwerten. Einmal können wir direkt. Finde ich nice. Machen wir. Dann ist da nämlich auch direkt die Automation mit bei. Das finde ich richtig gut, um ehrlich zu sein. Dann gehen wir mal wieder hier hin. Steiniger Protoplanet. Gut, und das müssen wir jetzt nochmal aufwerten. Das kostet E13? Alter, das ist ja richtig teuer. Wir müssen die Venus nochmal aufwerten. Das können wir auch nicht. Das kostet schon E12. Okay, dann werten wir jetzt aber auf jeden Fall nochmal auf, was geht. Macht Merkur oder Mond Sinn? Mond auf jeden Fall. So. Und dann die Erde nochmal, weil das geht und nicht so teuer ist. So, und dann... Oh, haben wir hier irgendeine... Ach, zwei Achievements am Start. Okay, vielleicht retten uns die ein bisschen den Arsch. Nein, die bringen halt gar nichts. Also zumindest gefühlt gar nichts. Okay. Okay, wir brauchen jetzt quasi zwei E13 insgesamt. Also das Hundertfache von dem, was wir gerade haben. Also hier brauchen wir halt 1,5 und hier 0,5 E13. Puh. Das ist schon hardcore. Ah, wobei. Naja, lass mal gucken, wie lange Ceres und Vesta brauchen. Also Vesta braucht halt wahrscheinlich so 10 Minuten zum Durchlaufen, würde ich schätzen. Bringt dann aber halt auch ganz gut was. Also bringt halt deutlich mehr, als wir gerade haben. Selbst Ceres bringt mehr, als wir gerade haben. Okay, das wird einfach nur ein bisschen slow. Das war okay, es braucht halt auch 12 Minuten. Alter, das ist halt so richtig langsam, ne? Ceres aufwerten, bitte. Und schon braucht es nur noch 6 Minuten. Sehr gut. Dich können wir gerade nochmal mitnehmen. Okay, dann geht es aber langsam in die richtige Richtung. Das ist doch ganz schick eigentlich. Damit kann ich arbeiten. So, dann will ich eigentlich gerade nicht noch mehr aufwerten. Wir könnten noch zwei Sachen aufwerten, aber wir haben nur 130 dunkle Materie. Da kommt noch ein bisschen was nach, aber halt auch nicht viel. Will ich gerade nicht so zum Fenster raushauen, weil wir sind nicht so weit vom Reset entfernt, um ehrlich zu sein. Aber okay, dann lassen wir das jetzt einfach noch ein bisschen arbeiten. Und gucken hier einfach gleich nochmal hin und gehen dann in die Primärsimulation. Und dann gucken wir mal. Ach, das ist die Mars-Geschichte hier. Ja, okay. So, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir schalten die Dinger für 10 frei. Störung beheben. Oh, das nächste kostet 250. Okay. Hufe. Ab geht's. Wiedercoin. Jetzt muss ich mal gucken. Wie das hier im Tree aussieht. Die sind ja jetzt hier. Okay. Und dann können wir uns Ungulate, wie auch immer, leisten. 30 Stück direkt, das ist gar nicht so lohnenswert, glaube ich, ne? Lass mal erstmal 10 machen und gucken, lass mal 10 machen, gucken, was an Upgrades kommt. Oh, ganz cute, auf jeden Fall. Oh, der Blick, wie vercheckt es ist.
Kann ich da noch ranzoomen? Ja. Ist schon knuffig. So, die müssen wir jetzt halt massig aufwerten. Und da kommen wir auch massig. Eve? Was habe ich denn jetzt gemacht? Nilpferd. Okay. Kauf hier so schnell die Sachen, dass ich gar keine Ahnung habe. E34 für einen Rüssel? The hell, Alter. Okay, irgendwas geht hier noch. Hat es eine Idee? Rover nochmal. Will ich Rover? Na, was anderes geht gerade nicht, ne? Ja, gib mir nochmal 20. Das reicht nämlich auch für ein Achievement. Dann sind wir hier zumindest bei 1E14 und können uns nichts weiter leisten. Cool. Das lohnt auch immer noch nicht. Dich können wir mal wieder mitnehmen. Und ich würde tatsächlich ganz gerne... Ach was, Alter, was hier alles noch kommt. Das Genozoos können wir uns fast leisten. Wie weit geht denn das hier nur nach links? Hilfe. Ich wollte hier mal ganz kurz reingucken. Mit 31 Punkten ist halt so die Frage. Also ich würde das Ding ganz gerne mitnehmen. Das wären 6. Ach, die beiden sind halt so nett für den Anfang, aber nicht dramatisch. Wichtig, das wären 19 und 6 sind 25. Ja, mit dem wären es schon 50. Maximale Boostzeit ist mir egal. Hier würde ich... Naja, so über 50 wäre halt schon nice für den zweiten Reset. So um die 55? Sehe ich mich ja ein bisschen. Ich weiß nur nicht, ob ich die Geduld dazu habe. Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Klicken bringt hier gerade nicht so viel, ne? Nee, so gar nichts. Okay. Aber apropos Klicken, haben wir Clickables am Start? Also ich müsste es jetzt wahrscheinlich einfach mal so 20, 30 Minuten aktiv laufen lassen. Also mit geöffnetem Programm. Und dann wäre vermutlich okay. Ist hier irgendwo ein Clickable? Kann nicht sein, oder? Also, ah, hier. Okay. Not too shabby. Nicht fantastisch, aber akzeptabel. Die können wir noch mitnehmen. Supermensch, wäre halt ein Knüller, ne? Aber den können wir uns halt einfach die nächsten 17 Jahre nicht leisten. Bis wir E17 zusammen gespart haben, dauert es halt einfach ewig. Ja, dann sind die Naga schon im Moment das Sinnvollste, ne? Preis-leistungsmäßig, glaube ich. Aber selbst das bringt halt super wenig. Wie kommen wir denn auf E14? Die Krokodilier machen 1E13. Cyborg macht 5E13, okay. Aber da kosten die nächsten halt auch E17, die nächsten 10 zusammen. Das ist schon mal relativ viel, möchte ich behaupten. Oh, hier gibt es 2 Sachen, die wir mitnehmen können. Rover, 150% effizienter. Ja, bitte. Mach mal. Das. Am Ende lohnen die sich tatsächlich noch. Guck mal, die kriegen hier immerhin noch 470% mit dem, was da ist. Das dauert aber halt ewig, das anzusparen. Will ich boosten oder will ich Geduld haben? Ich glaube, ich will einfach Geduld haben und mache in der Folge einfach gleich einen kleinen Cut. Weil ich muss zum Beispiel eh noch das Essen für morgen fertig machen, für wenn ich arbeiten bin, einfach damit ich da was zu futtern dabei habe. Das bereite ich gleich schon mal vor. Ich muss
wenig überraschend den Abwasch machen. Also es liegt einfach daran, dass ich einen Besuch hatte und halt jetzt einfach ein bisschen Kram vom Frühstück noch wegmachen muss. Und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich einfach ein kleines Päuschen... Das ist ein Schneehase, ich wollte gerade sagen, das ist noch ein Clickable. Vielleicht ganz gut, wenn ich ein kleines Päuschen mache. Weil ich auch einfach unfassbar müde bin. Dann lasse ich das hier einfach mal eine Weile offen. Kann mich auch nebenbei ein bisschen um meinen YouTube-Kram kümmern, weil tatsächlich... Naja, nicht jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, aber auf jeden Fall am jetzigen Aufnahmetag von der Folge, was ist denn das, Folge 12, ne? Geht jetzt dann finally mal die erste Folge online auf YouTube. Das muss ich aber gleich noch einrichten. Hochgeladen ist sie immerhin schon. Ich muss sie nur noch publishen. Ist hier irgendwas am Start? Hier ist gar nichts am Start. Also halt nichts außer das Ding, was uns jetzt nur so mäßig vorwärts bringt. Gut, waren wir gerade schon im Jenseits? Ich bin so verwirrt. Ich bin so müde und so verpeilt. Hilfe. Oh Gott. Eigentlich ist zum Aufnahmezeitpunkt heute Pro Bowl. Der ist immer nicht, also wer da gerade nichts mit anfangen kann, das ist quasi immer am Wochenende vorm Super Bowl, also halt NFL, Football. Das ist immer so das All-Star-Game, das ist immer eine Woche vorm Super Bowl. Und das ist eigentlich nie wahnsinnig spannend in dem Sinne, weil es da auch um nichts geht. Und also, ja, so ein bisschen schon, aber ja, letztendlich die Spieler, die da nominiert sind und noch im Super Bowl spielen, die wollen sich natürlich nicht verletzen, weil die haben noch ein wichtiges Spiel. Alle anderen wollen sich halt eigentlich auch nicht definitiv nicht verletzen, weil da ist die Saison einfach vorbei. Und ja, dadurch, dass es da auch, also dadurch, dass es wirklich mehr so ein bisschen Schaulaufen ist, ist es immer ein sehr, naja, träge ist übertrieben, aber ja, ist einfach nicht so ein wahnsinnig spannendes Spiel. Auch dadurch, dass es halt ein All-Star-Game ist und die Leute halt aus, also die Spieler halt einfach aus verschiedensten Mannschaften kommen und halt jetzt natürlich super wenig zusammen trainieren konnten, was halt auch einen riesen Unterschied macht oder ein riesen Faktor ist. Von daher ist das wahrscheinlich, also ich fände es jetzt nicht so dramatisch, wenn ich da was von verpasse, aber eigentlich wollte ich es trotzdem gucken, einfach weil ich Football ganz gerne schaue, ist auch so nebenher irgendwie ganz nett. Aber das Spiel fängt, glaube ich, um 21 Uhr an. Irgendwie ist der Kickoff, es ist jetzt, keine Ahnung, 19 Uhr oder so? Na, 18:30. Ich bin halt saumüde und ich sehe nicht, dass ich die erste Halbzeit überstehe. Gucken wir mal. Ich mache auf jeden Fall mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns einfach gleich wieder. Ich wechsle aber dazu auf jeden Fall noch in die Primärsimulation rüber. Da kann das dann idlen und dann, ja, bis gleich. Rund eine Stunde später, um genau zu sein, eine Stunde und 10 Minuten oder so, habe ich meine Sachen für morgen vorbereitet. Ich habe den Abwasch gemacht. Ich habe sogar noch mal geduscht. Ich fühle mich noch immer super müde, aber irgendwie trotzdem besser. Und wir haben sogar eine ganze Menge Stuff zusammengekriegt. Können uns zwar keine Höcker leisten, aber wir sind hier immerhin bei 5E17 Entropie und können uns endlich den verkümmerten Schwanz leisten. Lohnt das für den Menschenaffen überhaupt noch? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier machen möchte. Ich glaube, ich möchte auf jeden Fall 10 Menschenaffen. Das ist halt auch schon teuer, ne? Okay, das kriegen wir aber fast wieder rein. Naja, auch nur fast. Ja, schwierig. Okay, lass uns mal effektiv gucken, was ist hier jetzt das Sinnvollste. Schon Cyborgs kaufen, oder? Definitiv ist das nicht das Verkehrteste. Kriegen wir den Cyborg Cyborg vor allem mit Z vorne. Kriegen wir den Cyborg irgendwie effizienter? Nee. Gut. Wir kriegen was anderes effizienter. Können wir einen Supermensch leisten? Nee, ne? Nee. Okay. Was ist denn hier noch sinnvoll? Krokodilia und die Nagetiere. Ich glaube, ich mal jetzt jinx ich das, wenn ich jetzt sage, ich muss niesen, muss ich gleich nicht mehr niesen, aber
Okay, die Unguluta Tete-Rette sind. Sind halt überhaupt nicht am Start. Aber die könnten wir jetzt natürlich nochmal. Komm, wir hauen da mal rein. Oh, doch irgendwas Neues geschaffen. Ach ja, das Rhinoceros. Da war ja was. Oh, guck mal, und nochmal 130%. E42 ist klar. So, guck mal. Und schon machen die halt fast so viel wie die Cyborgs. Das ist doch ganz ordentlich. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Kommen wir hier noch irgendwo hin, wo es sich lohnen würde? Wahrscheinlich nicht. Ich kaufe mal Menschen. Vielleicht kommen wir da irgendwie noch in Achievement näher. Wir sind auf jeden Fall schon hier bei über 50. Wie heißen die Dinger? Ich habe es vorhin auch schon mal gelesen, ne? Aber glaub mir nicht, dass ich es mir gemerkt habe. Metabits. Ich habe es mir doch gemerkt. Metabits. So, und dann möchte ich, glaube ich, weil wir hier sonst nicht... Also Atomzeitalter und aufstrebendes Zeitalter. Aufstrebendes Zeitalter sehe ich ein bisschen den Buff. Atomzeitalter, den Buff sehe ich gar nicht. Aber aufstrebendes Zeitalter plus 50% ist fair. Rover plus 400%. Ja, komm. Rover, das volle Programm. Dann sind die nämlich auf einmal gar nicht so mies. Also auch nicht toll, aber machen immerhin jetzt ein Viertel unserer Produktion aus. Mehr als die Singularität, muss man fairerweise sagen. Und das, obwohl es 10 Einheiten weniger sind. Okay. Okay. Dann gucken wir doch mal, was zwischenzeitlich im Jenseits und im Mesozoischen Tal passiert ist. Da hätte ich hier jetzt natürlich sinnvoll auf eine Stunde gehen sollen, ne? Das habe ich halt voll vergessen. Ja, egal. Machen wir 15. Was müssen wir aufwerten? Venus und Vesta geht halt nichts davon, ne? Vesta sind wir halt ewig weit von entfernt. Venus auch. Können wir Asteroidengürtel aufwerten? Das klingt, finde ich, ziemlich... Ja, wobei... Achso, richtig sinnvoll ist das auch nicht, ne? Okay, ich verabschiede mich einfach gerade davon, dass das heute noch was wird und werte dann trotzdem den Asteroidengürtel auf. Und komm, den Merkur auch noch mit. Das lohnt sich zwar nicht so richtig, aber vielleicht kriegen wir noch brauchbare Kärtchen. Nein. Die Antwort ist nein, kriegen wir nicht. Schade, okay. Dann hat das hier halt einfach alles gar nichts gebracht. Nee. Okay, dann bleibt das halt noch ein bisschen auf 3. Ja, hier wäre es wahrscheinlich fast sinnvoll, hier irgendwie mal ein bisschen einen Boost reinzuhauen. Aber nee, nö, sehe ich gerade nicht, um ehrlich zu sein. Sehe ich gerade nicht. Was ich hingegen sehe, ist, dass wir hier, wow, auch voll wenig zusammenbekommen haben. Aber es könnte für irgendwas reichen. Was ist denn das Maximum? Okay, also es würde... Lass mal Echsenbeckensaurier nehmen. Ist das sinnvoll? Nee, lass aber trotzdem mal machen. So, dann haben wir die Geode am Start. Fein. Das ist okay. Und dann können wir... Ist alles so teuer, ne? Leckumium. Wir brauchen eine Automation für das Vieh. Dringendst. Die könnte halt echt langsam mal an Land kommen. Kriegen wir hier neue Sachen nur noch beim Reset? Ich habe keine Ahnung. Mist.
Meh, mit einer Stunde Idle Time hatte ich mir hier irgendwie mehr erhofft. Aber es ist natürlich auch alles Offline-Progress, ne? Ich habe es jetzt natürlich nicht in dem Bereich idlen lassen, sondern schon in der Haupt-Sim. Und das macht vermutlich dann auch schon den Unterschied. Gott, klicken bringt halt richtig wenig. Nee, machen wir mal nicht. Wir gehen mal in die Haupt-Sim. Ich bin im Überlegen, ob ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen was machen möchte oder ob ich resetten möchte. Wir haben 55 Metabits, das ist so das, was ich ungefähr haben wollte. Hier geht sonst an sich nicht mehr viel. 10 Menschen können wir nur mitnehmen. Das gibt nochmal ein Achievement. Okay, das propellt uns hier vielleicht nochmal ein bisschen vorwärts, aber oh, naja, nee, minimal. Kannst du vergessen. Das bringt alles nichts. Hier geht halt auch gar nichts. Also den Winterschlaf schalten wir demnächst noch frei, aber ganz ehrlich, Säugetiere plus 100%. Dann sind die so bei 1,5 E13 ungefähr. Also das heißt, wir kriegen hier so 0,15 dazu. Das sehe ich nicht. Hier sind wir sowohl von der menschlichen Expedition als auch vom Androiden halt relativ weit entfernt. Sehe ich uns halt auch nicht. Achievement-mäßig reißen wir hier, glaube ich, auch nichts mehr. Hatten wir die wissenschaftliche Revolution schon auf 150? Also da könnten wir uns vielleicht noch hinsparen. Ich kaufe da gerade schon mal 43 von. Und gucke dann mal, wo sind denn die Zeitalter? Ah, ja, hatten wir sogar schon. Japanisch werden. Das heißt einfach Turning Japanese im Englischen bestimmt. Und das ist auf jeden Fall ein Song. Und ich weiß aber gerade nicht, was es da weiter mit auf sich hat. Hier, das ist zum Beispiel einfach Englisch geblieben mit Going Viral. Pinta Santa Maria, keine Ahnung. Hooked on a micro feeling. Okay, hooked on a feeling, finde ich eine schöne Anspielung. Hooked on a feeling. Wie du weißt, weißt du nichts. Ja, okay. Zerstöre das Establishment. Fallout. Zerstörer der Welten. Manhattan Project. Oh, da kriege ich ein bisschen Bock, Duke Nukem Manhattan Project zu spielen, ne? Wo ich das gerade lese. Auch wenn das Manhattan Project natürlich eigentlich was ganz anderes ist. Das World Wide Web. Sie haben Post. AOL lässt grüßen, Alter. E.T. nach Hause telefonieren. Analysier mal das hier. Soll das so eine Terminator-Anspielung sein? Ich weiß es nicht. Ein großer Schritt für die Roverheit. Hart. Darauf trinke ich einen. Auf der Lauer, auf der Maure. Ist schwierig. Nur manches Leben. Höchstes Mittelmaß. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Hier kommt die Kavallerie, Münzsammlung. Bronze Age Daydream. Walking in Memphis. Hängende Gärten. Oh, eins von den. Zählen die hängenden Gärten mit zu den Weltwundern? Ich glaube ja. Ein Hühnchen zu rupfen. Denken im neuen Zeitalter. Zeitalter Schäfchen zählen. Bester Freund des Menschen? Wird den Hund freigeschaltet? Keine Ahnung. Sticks and Stones. Back in Black. Schön. Kein Grund zu weinen? What? Ist was, Doc. Großartig. Kitzlige Kleintiere? Ein Hamster wäre... Also manche bröckelige Bauchschmerzen? Also ich bin mir echt nicht sicher, ob hier ernsthaft wer dran saß und es übersetzt hat,
weil manche Sachen halt echt gut übersetzt, also halt schon, halt auch gerade irgendwie mit Iswas Dog, das ist halt so ein, das ist halt ein Filmtitel. Okay, das sind halt alles Turtles-Anspielungen, also halt, ne, Shellshock, Cowabunga, ist klar. Aber manche Sachen sind halt einfach so. Auch so Sachen wie Affentheater und so. Ich weiß nicht, ob ein Übersetzungstool das machen würde. Und dann hast du so Sachen wie Ei im Gesicht, die halt gar keinen Sinn ergeben. Du rückgratloser Wurm. Endlich Appetit ausgelutscht. Irre. What? Leeuwenhoek, ja, das spricht sich bestimmt irgendwie niederländisch aus, oder? Keine Ahnung. Dreh die Lautstärke hoch? Warum bei den Dingern? He, she, we, eukaryotic? Oh, weil es im Englischen eukaryotic, eukaryotic, he, she, we, oh Gott. Ja, okay. Setze, also Witze, die im Sex sells. Oh wow. Großartig. Ja, sind alles so Witze, die im Deutschen nicht funktionieren. Und das ist auch so die Sache, dass manche Sachen wirklich einfach nicht übersetzt sind. Ich mir halt denke so, gibt's hier eigentlich sowas wie Credits? Roll Credits, please. Es gibt Merchandise. Waren auschecken, ja bitte. Da waren die Credits, ich konnte nur nicht mehr scrollen gerade oder so, da finde ich so. Oh, ich muss selber scrollen, okay, spannend. Hätte man die beiden Writer nicht unter einem Writer zusammenfassen können? Frage für einen Freund. Porting-Team, ja, nee, Porting ist ja Plattform-Porting. Chinese Social Media Manager. Okay, spannend. Translators. Richard Walter hat Sachen übersetzt, wie Ei im Gesicht. Ich, sehr verehrter Richard Walter, okay, wir sind hier im Internet. Lieber Richard, ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Ich weiß nicht, ob ich die Antworten wissen möchte. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was buffen möchte. Kommen wir hier noch irgendwo hin? 50 Tetrapoden. Sweet. Achievement für uns. Nice. Wie sieht's hier aus? Okay, die 7 brauchen wir auch nicht, weil das hatten wir alles. Oh Gott, wenn wir jetzt nochmal resetten, ne? Das wird halt. Okay, das Merchandise ist, so lala. Es ist halt überall nur dieses Logo drauf. Also halt quasi das Logo, was da oben ist. Also manchmal halt nur der Tree, manchmal mit Schriftzug dazu. Oh, warte mal, kann ich das? Kriege ich das noch hier rüber? Es gibt den kompletten Tech Tree als Poster. Und ich könnte da jetzt drauf gucken und würde mich wahrscheinlich massiv spoilern. Und das mache ich jetzt gerade mal nicht. Wobei, warte mal. Ich habe ihn nicht groß. Ich habe es nicht rangezoomt. Ich erkenne da nicht viel. Okay, das ist definitiv nicht der komplette Tree. Weil die Sachen hier an der Seite sind schon nicht mit dabei. Nee, es ist auf jeden Fall nicht der komplette Tree. Also ich könnte das einblenden. Kann ich das elegant machen? Kriege ich das dann noch rüber? Lass mal kurz was gucken. Ja, nee, ich krieg's gerade nicht eingeblendet. Es ist. Halt auch einfach nicht der Hit, wenn wir ehrlich sind. Nee, es ist halt auch. Nee,
Vielleicht nächstes Mal. Aber nein, okay, lassen wir das. Ist es einfach nicht hübsch genug, dass ich es einblenden wollen würde. Wenn ihr es selber spielt, könnt ihr selber auf den Merch klicken. Aber ganz ehrlich, mag das Spiel prinzipiell schon Fan von Merch grundlegend. Aber... Da sehe ich mich jetzt gerade nicht so. Da sehe ich mich auch nicht so. Wir würden relativ zügig auf 1E17 kommen. Lohnt das für irgendwas? Also für den Schildkrötenbuff hier halt nicht so richtig. Hier für den Supermensch brauchen wir schon 7E17. Hier kommen wir halt auch nirgendwo weiter, ne? Guck mal, 1E17 Ideen, na, sehe ich halt gar nicht. Ich finde es total weird, dass halt die ganzen Zeitalter hier oben irgendwie weitergehen und plötzlich kommen hier halt Cyborg und Supermensch und zur Hölle. Tja. Okay, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt ist hier aber was los mit Clickables. Ja, ich würde fast nochmal ein Reset machen wollen, wa? Aber dann sitze ich hier jetzt wieder ganz viel vor. Schwierig. Und Menschenaffe? Nee, so gar nicht. Weißt du, da können wir uns endlich den verkümmerten Schwanz leisten und dann bringt er es einfach nicht. Das ist schon eine herbe Enttäuschung. Das ist schon... Mensch, plus 150%. Das ist auch so semi-toll. Das wäre halt ein Knüller. Aber das kostet einfach 8E18. Da sind wir morgen noch nicht. Mit unserem aktuellen Einkommen pro Sekunde. Selbst wenn ich das Spiel über Nacht offen lasse. Lass uns mal ganz kurz, was können wir denn mit so 63 Bingos machen? Ich kaufe das Ding jetzt, ne? Einfach weil es geht. Einfach, damit wir sagen können, Mensch, wir haben... Ich finde ihn nicht mal mehr wieder. Mensch, wir haben den verkümmerten Schwanz gekauft. Richtig gut. Fürs Meme oder so. Keine Ahnung. Was wollte ich machen? Achso, ja, ich wollte... hier aufklicken. Ja, guck mal, aber mit 60 kriegen wir doch auf jeden Fall die Sachen zusammen hin. Das sind nämlich 50 zusammen. Dann haben wir hier 53, 55. Also das brauche ich, glaube ich, nicht. Ich wüsste einfach, vielleicht kommt hier auch noch was Interessantes. Müssen wir mal gucken. Wir beenden. Wir machen das nächste Folge. Ich lasse das nochmal ein klein bisschen idlen, weil ich muss noch so ein, zwei Sachen machen. Und dann starte ich hier so in 10 Minuten nochmal eine neue Aufnahme. Und dann machen wir quasi nächste Folge ein Reset. Ist das ein Deal? Also nicht, dass ihr das jetzt noch anders entscheiden könntet. Wir machen das so, aber ich wollte euch wenigstens das Gefühl gegeben haben, kurzzeitig. Es ist so dieses Hoffnung... nehmen und sofort, also beziehungsweise Hoffnung geben und sofort wieder wegnehmen, zerdrücken und in den Müll stopfen. Das war so eigentlich nicht geplant. Das tut mir fast ein bisschen leid. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.